Die Ereignisse vom Silvesterabend in Köln haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt und das Sicherheitsgefühl in Deutschland nachhaltig verändert. Wie kann sich der Rechtsstaat wehren? Darum geht es auf dem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Strafrechtsexperte Professor Eisele von der Universität Tübingen weist darauf hin, dass in Bezug auf sexuelle Belästigung erhebliche Lücken im Gesetz bestehen. Eine Neuregelung hat das Bundesjustizministerium jetzt als Referentenentwurf auf den parlamentarischen Weg gebracht. Erhebliche Lücken können durch die vorgesehene Neuregelung geschlossen werden. Es bleiben gewisse Lücken, wenn die Belästigung nicht erheblich ist. Man könnte diese Lücken schon im geltenden Recht schließen, wenn man die entsprechenden Vorschriften großzügiger auslegt, das heißt eher zu einer gewissen Erheblichkeit kommt, was nach dem Mordlaut möglich wäre und nach meiner Ansicht in Fällen, in denen etwa in den Brustbereich zwischen die Beine gegriffen wird, das auch unproblematisch mit dem Wortlaut vereinbar wäre. Sexuelle Belästigung oder gar Vergewaltigung durch ganze Banden junger Männer sind aus Ägypten und den Maghreb-Staaten bekannt, sagt Susanne Schröter vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Die Ethnologin sieht aber auch einen Hintergrund im tradierten Rollenmodell der meisten muslimischen Gesellschaften. In konservativen Kreisen dieser Gesellschaft wird das durchaus toleriert. Man ist der Meinung, dass Männer eben sexuell viriler sind als Frauen und dass sie eben dazu neigen und dann später, wenn sie erwachsen und verheiratet sind, würden sie sich schon zu braven Hausmännern entwickeln. Manche Migranten, referiert der Islamwissenschaftler Dr. Gadban, erkennen unsere Werte und Justiz schlicht und ergreifend nicht an. Sie leben in einer Parallelwelt, geprägt von Clanstrukturen und organisiertem Verbrechen. Der ständig individuell auftretende Bürger ist den in Gruppen auftretenden Kriminellen ausgeliefert. Durch die Einschüchterung ihres Umfeldes verhindern die Clans sogar die Intervention der Polizei. Der Nachbar zum Beispiel traut sich nicht mehr, die Polizei anzurufen. Selbst wenn die Polizei interveniert, zum Beispiel beim Straßenverkehr, werden die Streifenpolizisten schnell von einer Horde junger Männer, die per Handys benachrichtigt wird, umzingelt und bedrängt und können ihre Arbeit nicht richtig verrichten. Da, wo wir das Strafrecht schärfen müssen, wo wir Lücken im Strafrecht erkennen, beispielsweise Köln, wo Straftaten aus einer großen Masse heraus begangen werden, werden wir diese Strafrechtslücken schließen. Wichtig ist aber, dass das Recht dann auch angewandt wird, dass wir einen konsequenten und schnellen Gesetzesvollzug auch haben.